Herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Märztag. Heute dreht sich alles um die Wohnmobilzulassung, was ihr alles dafür braucht, was ihr machen müsst und wie die ganze Sache abläuft, erzähle ich euch jetzt. Als erstes klären wir überhaupt mal die Frage, warum Wohnmobilzulassung und lohnt sich das überhaupt? Meines Erachtens ja, und zwar folgendes, ich hatte vorher eine LKW-Zulassung, die hat ungefähr Versicherung gekostet 800 Euro und jetzt mit der Wohnmobilzulassung kostet sie circa 400 Euro. Ist ein ziemlich guter Tarif, also die Versicherungsbeiträge halbieren sich quasi und was man auch nicht vergessen darf, wenn man viel im Ausland unterwegs ist. Die Autobahnmaut richtet sich auch danach, ob man einen Lieferwagen hat oder ein Wohnmobil. Zum Beispiel bin ich letztens durch Slowenien gefahren. In Slowenien gebe ich einen Opel Vivaro an und den Slowenen interessiert es überhaupt nicht, ob das ein Personenwagen ist oder ob das ein Lieferwagen ist oder nicht. Es kostet dann einfach 30 Euro. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Der Patch, der Kumpel von den Camping Cowboys, hat auch einen Opel Vivaro. Der hat 30 Euro gezahlt, weil er noch keine Wohnmobilzulassung hat. Ich mit Wohnmobilzulassung habe die Hälfte gezahlt, habe dann nur 15 Euro Maut bezahlt. Also man kann sich wirklich ordentlich Geld sparen. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, die Steuer für den LKW war günstiger als jetzt fürs Wohnmobil. Also ich glaube, roundabout müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, die Steuer hat sich nochmal erhöht dann um circa 70 Euro. Aber unterm Strich lohnt sich die ganze Nummer dann finanziell doch. Ich für meinen Teil, für mich war es auch eine Herausforderung. Also ich habe den Bus ja auch komplett selbst ausgebaut, den ganzen kompletten Selbstausbau könnt ihr in der Playlist natürlich anschauen. Für mich war es persönlich eine Herausforderung, das auch hinzukriegen, das so zu machen, dass der TÜV sagt, ja, Sie haben keinen Lieferwagen mehr, Sie haben jetzt ein Wohnmobil. Die Wohnmobilzulassung ist bei mir jetzt schon knapp einen Monat her. Ich habe damals, als der Tag war, wo die Wohnmobilzulassung war, habe ich ein bisschen was mitgefilmt. Das hänge ich euch auf jeden Fall irgendwo noch im Video dran oder rein. Oder wie auch immer. Kurz vorweg noch, bevor ich irgendwas anfange zu erzählen, die Wohnmobilzulassung sollte immer schon währenddessen starten, während ihr ausbaut. Das ist sehr, sehr ratsam. Also ich war insgesamt dreimal beim TÜV. Ich war das erste Mal beim TÜV, als die komplette Innenverkleidung fertig war. Dann war ich noch mal dort, als mein Bett drin war, als der Tisch drin war, etc. pp. Und habe das immer mit dem jeweiligen TÜV-Prüfer abgesprochen, ja, was er haben möchte und was mir noch fehlt. Denn das ist ja das eigentliche Problem in Deutschland, also Wohnmobilzulassung. Die Sachen, die gefordert sind, sind sehr, sehr schwammig. Und daher empfiehlt es sich, mit dem gleichen TÜV-Prüfer immer wieder das durchzusprechen. Und so kommt man eigentlich auf einen relativ sicheren Weg. Er kennt einen schon und er weiß, was man nachgerüstet hat und weiß, was man schon gemacht hat. Also nicht komplett ausbauen, dann hinfahren. Das könnte ein bisschen schwierig werden dann. Auf jeden Fall für die Wohnmobilzulassung als erstes, was man machen muss, man muss sich wiegen lassen. Hier gibt es einen kleinen Tipp. Wenn ihr irgendwo eine Mühle in der Nähe habt, eine große Mühle, für Getreide etc. pp. Blabla. Die haben immer eine LKW-Waage da. Das heißt, dort kann man wiegen. Kosten? Wiegen? 15 Euro. Dann die Wohnmobilzulassung selber kostet knapp 100 Euro. Und dann muss ich natürlich noch losfahren und den Brief umschreiben lassen. Also was heißt den Brief? Den Fahrzeugschein umschreiben lassen. Und zum Schluss muss ich natürlich dann auch noch zur
Versicherung und das melden. Alles zusammen hat mich die Wohnmobilzulassung ungefähr 130 Euro gekostet. Aber wie gesagt, die ganze Nummer ist ja nur einmal. Wenn ihr diese Wohnmobilzulassung einmal habt, müsst ihr nie wieder zur Prüfung der Wohnmobilzulassung, außer ihr verbaut eine Gasflasche, eine große Gasflasche, dann müsst ihr regelmäßig zur Gasprüfung. Das allererste, was man braucht in seinem Camper eine Sitzgelegenheit. Und da ist es schon wieder so, dass das schon wieder variieren kann. Also, mit dem TÜV-Prüfer, dem ich alles durchgesprochen habe, der war an diesem Tag leider krank und deswegen war ein anderer TÜV-Prüfer da. Aber der Wachtmeister vom TÜV, ja, der hat gesagt, pass auf, wenn du hier ein Brett hast, das klappst du runter, zack. Und dann ist hier quasi meine Sitzgelegenheit und der hat gesagt, es ist vollkommen in Ordnung. Manche sagen sogar in speziellen Fällen, dass sogar ein mitgeführter Campingstuhl reichen würde. Das gleiche ist beim Tisch, der ist hier, den klappe ich einfach hoch. Da sind unten so Klappscharniere dran und dann kann ich hier auch ganz bequem sitzen. Wo die TÜV-Prüfer immer ein bisschen allergisch reagieren, ist, wenn man auf dem Tisch, was weiß ich, eine ganz dünne 0,5 cm Platte irgendwo anbastelt, ja, als Ablage, wenn man da nicht mal eine Kaffeetasse drauf abstellen kann, dann reagieren die immer relativ allergisch drauf. So hat es mir der TÜV-Prüfer auch erzählt. Er hat mir auch erzählt, da kommen Leute, da kannst du nicht mal eine Kaffeetasse drauf abstellen. Der hat gesagt, der kann gleich wieder fahren. Klapptisch reicht vollkommen. Hier auch wieder. Deswegen fahrt zum TÜV hin, sprecht vorher mit dem TÜV-Prüfer ab, bei dem der euch dann quasi prüft. Der TÜV-Prüfer, der krank war, der hat zu mir sogar gesagt, passen Sie auf, Sie können auch einen Campingtisch mitführen und draußen hinstellen. Gut, habe ich jetzt nicht gemacht, wollte ich auch nicht. Von daher war alles in Ordnung. Eine Sitzgelegenheit, ein Tisch. Das nächste, was ihr braucht, ist ein wohnliches Ambiente. Also ein leerer Kastenwagen mit ein bisschen Tisch und ein bisschen Stuhl ist halt nicht. Also man muss schon erkennen, dass es ein Wohnbereich sein soll. Bei mir, glaube ich, komplett verschalt mit geflammtem Holz, Vorhängchen, hinten Fenster raus, kein Problem. Das nächste, was man braucht, ist Stauraum. Und da reicht es nicht, auch wieder irgendeine Kiste ins Auto zu stellen und sagen, ja, da schmeiße ich meine Klamotten rein. Bei mir ist es so, ich habe Stauraum einmal hier, ich habe hier meinen Hängeschrank. Als zweites Stauraum habe ich dann hier unter meinem Bett einen riesigen Bettkasten und das allein an sich würde eigentlich schon reichen. Da ich aber immer furchtbar viel Zeug dabei habe und auch den Platz noch brauche, habe ich hinten noch einen riesigen Auszug gebaut. Und das reicht als Stauraum dann dicke, um beim TÜV durchzukommen. Das nächste, was man haben muss, zwingend notwendig für die Wohnmobilzulassung, ist ein Bett. Da ist es allerdings aber auch scheißegal, wie groß das Bett ist, ob es mit Lattenrost ist, ob es ohne Lattenrost ist, was für eine Matratze ihr verwendet, ist völlig egal. Man muss allerdings in diesem Auto schlafen können. Und nicht vergessen, alles was man hier so hat in seinem Camper und was man zur Wohnmobilzulassung braucht, muss natürlich auch fest verbaut sein. Also es reicht nicht, einfach eine Matratze hinten in den Kofferraum zu werfen. Also man braucht schon ein Gestell mit Matratze, das auf jeden Fall fest verbaut ist. Kommen wir jetzt zum Schwierigsten bei der Wohnmobilzulassung. Das Schwierigste und wo es bei vielen, vielen scheitert, ist die Kochstelle. Die Kochstelle muss fest verbaut sein. Hier so ein Campingkocher, wie ich ihn habe, mit Gaskartusche, reicht nicht aus, außer er ist für den Innenraum zugelassen.
Und das ist ganz schwierig. Also ich habe wenige gefunden, die für den Innenraum zugelassen sind. Und wenn man einen findet, sind die meistens wirklich, wirklich teuer. Die Begründungen, warum solche Campingkocher nicht zugelassen werden, gehen auch wieder weit auseinander. Bei mir war es so, er hat zu mir gesagt, pass auf, du hast hier Gaskartuschen, diese Gaskartuschen, die du hier hast, die dürfen nicht über 50 Grad gelagert werden, da es im Auto im Hochsommer wahrscheinlich wärmer wird als 50 Grad, darfst du diesen Kocher nicht hernehmen. Gut, dann bleiben eigentlich nicht mehr so viele Optionen. Also hier der Campingkocher, dann kann man natürlich auch ein elektronisches Kochfeld benutzen. Dazu braucht man aber auch wieder einen Festnetzstromanschluss, den ich hier nicht verbaut habe im Survival Camper. Was hat man noch für Möglichkeiten? Benzinkocher? Ja, und Benzinkocher habe ich gemacht. Ich habe mir hier einen Benzin-Campingkocher gekauft. Der sieht ungefähr so aus. Komm raus. Hier. Benzinkocher. Unten Füßchen rausklappen. Ich zeige das mal kurz. Ich habe dann in die Füßchen Löcher gebohrt. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Und den habe ich dann hier reingestellt und habe den einfach mit drei Schrauben hier im Auszug befestigt. Damit war mein TÜV-Prüfer zufrieden. Deswegen wichtig, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll oder wie oft ich es noch sagen kann, sprecht das mit eurem TÜV-Prüfer im Vorfeld ab. Bei TÜV-Prüfung 100 Euro, wenn ihr da hinfahrt und ihr kommt nicht durch, sind halt die 100 Euro für'n Arsch. Ist einfach so. Falls das passieren sollte, dass ihr durch die TÜV-Prüfung durchfallt bei der Wohnmobilzulassung, fahrt nicht weg vom TÜV ohne eine Mängelprüfung, ohne eine Mängelliste, die ihr bekommt vom TÜV. Denn wenn ihr eine Mängelliste vom TÜV bekommt, was bei euch nicht durchgegangen ist, wird beim nächsten Mal, wenn ihr kommt, eigentlich rein theoretisch nur das geprüft, was noch auf der Mängelliste steht. Was man noch braucht und was eigentlich nicht erwähnenswert ist, was eigentlich in jedem Camper gegeben ist, aber ich sag's hier trotzdem, was das kleinste Problem darstellt, ist ein Sicherheitsaspekt. Und zwar braucht man Fluchtmöglichkeiten. Und zwar genau zwei. Das ist eigentlich nicht das Problem, aber diese Fluchtmöglichkeiten beziehen sich nur auf die Fahrgastzelle. Also bei mir hier zum Beispiel vorne fahre ich ja hinten Rückwand drin. Das heißt, ich habe vorne in der Fahrgastzelle links und rechts eine Tür, kann raus, überhaupt kein Problem. Habe ich keine Rückwand, habe ich wahrscheinlich sogar noch mehr Fluchtmöglichkeiten. Seitentür, hinten raus, etc. pp. Schluss fassen wir jetzt noch mal kurz zusammen, was brauchen wir alles für die Wohnmobilzulassung. Also, Sitzplätze, so viele Leute wie mitfahren. Einen fest installierten Tisch, ein wohnliches Ambiente, ein fest verbautes Bett, Fluchtmöglichkeiten, einen fest installierten Kocher und Stauraum. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Zum Schluss werden euch nochmal die neuesten Videos von uns verlinkt im Abspann. Und jetzt kriegt ihr ganz zum Schluss, kriegt ihr nochmal die paar kleinen Videos, die ich gedreht habe am Tag der Wohnmobilzulassung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Scarf von den Camping Cowboys. Angekommen beim TÜV. Und ich darf euch natürlich die Prüfung an sich nicht zeigen. Also ich darf die Prüfung nicht filmen, aber ich schnappe jetzt gleich meine ganzen Unterlagen und dann gehe ich rein und dann hoffe ich, dass mal alles gut geht. Und das beim ersten Anlauf. Ich bin gespannt. Aber ich bin sehr, sehr guter Hoffnung. Okay, let's go. Ich stehe jetzt noch auf dem TÜV-Parkplatz. Und leider Gottes war mein Prüfer, mit dem ich eigentlich den ganzen Ausbau besprochen habe, heute krank.
Aber der neue Prüfer, der war sogar noch ein bisschen cooler als der alte. Heißt, erster Anlauf bestanden. Er hat sich riesig gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat die Seitentür aufgerissen und hat gesagt, ja, wenn Sie mir jetzt noch einen schönen Kocher zeigen, dann haben Sie bestanden. Weil er hat gesagt, die meisten kommen her und wollen eigentlich nur die Versicherung prellen, ja. Und ich glaube, die wildeste Story, die er mir erzählt hat, war, dass er jemand unterm Sitz hat ein Brett rausgezogen, da hat er so einen Gaskocher drauf geschraubt, den hat er gleich wieder weggeschickt, hat er gesagt. Ja, also bestanden. Ich bin froh, wirklich. Die ganze Nummer hat jetzt gekostet beim TÜV 90,50 Euro. Hier ist der Wäsch vom TÜV. Und jetzt im nächsten Schritt geht's direkt zur Zulassungsstelle. Und da melde ich mich gleich nochmal, aber ich glaube, da wird es auch keine Probleme geben. Raus aus der Zulassungsstelle, wirklich gut gegangen, habe ein bisschen warten müssen, war aber nicht so schlimm. Und hier ist der neue Fahrzeugschein und der neue Fahrzeugbrief. Nicht vergessen, Fahrzeugbrief mitnehmen zur Zulassungsstelle, denn auch der wird geändert. Ging alles super einfach, überhaupt kein Problem, gekostet hat die ganze Nummer 15,20 Euro das Umschreiben, also sind wir insgesamt, hat die ganze Wohnmobilnummer, hat mich jetzt gekostet 105,70 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist wirklich okay dafür, dass sich meine Versicherungssumme quasi halbiert. Jetzt, letzter Schritt, fahre ich noch gleich bei der Versicherung vorbei und werde gleich alles ummelden, weil die haben diesen Monat, haben sie mein Versicherung fürs Jahr abgebucht. Ja, nachdem sich die Nummer halbiert, können sie gleich mal wieder die Hälfte zurücküberweisen. Und raus aus der Versicherung. Sehr gut. LKW-Zulassung auf Wohnmobilzulassung umgeschrieben. Und ich habe bisher für die LKW-Zulassung habe ich immer 778 Euro Vollkasko bezahlt. Und jetzt durch die Wohnmobilzulassung 399 Euro. Also lohnt sich wirklich die Wohnmobilzulassung, dass man das anstrebt und dass man das durchzieht. Und ich bin mehr als zufrieden. Die ganze Nummer war jetzt erledigt in 2,5 Stunden. Wie viel Uhr? 11:30 Uhr. Super.